Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty und wir zocken weiter Avatar. Ja, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen, wa? Ja, fahr mal schön in eine andere Richtung. Oh, Scheiße. Wer hat geschossen? Boom, Chaka. So. Eins. Zwei. Gesundheit. Wahnsinn, ich habe gedacht, das hätte ich nur bei Tomb Raider das Problem, dass ich überall hängen bleibe. Ist so echt krass, ey. Oh, Scheiße. Einer? Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Komm, Lady. Fast gestorben, nur weil ich zwei Avatare hier töten, zwei Navi hier töten muss, ey. Was für ein Dreck. Muss in die Richtung. Yo, und da fährt schon wieder das scheiß Auto. Jetzt hin. Wieder zu der Eulen zurück. Du befreist mein Volk. Dafür stehe ich in deiner Schuld. Ich will leben, um die Schuld zurückzuzahlen. Lungurei wurde von vielen gesehen. Er ist, wie sagt man, wo Menschen Steine hinbringen. Fabrik. Du musst Kriegstrupp machen. Die Krieger zu Fabrik bringen. Fabrik, ich verstehe. Du sprichst meine Sprache besser als die meisten. Ich war in Menschenschule. Vor
dem Massaker war das Sprechen eurer Worte meine Leidenschaft. Jetzt ist der Kampf meine einzige Leidenschaft. Ja, das kann ich verstehen. Okay, Uniper möchte, dass sie die Aufbereitungsanlage der Firma zerstören. Ah. Rüstung? Okay, was haben wir denn gekriegt? Ja, okay. Schlag der Titan habe ich, glaube ich, gar nicht drin, ne? Nein. Habe ich noch was Neues gekriegt? Okay. Was hier das hier? Nee. Pandoras Bund. Ist schon auf Stufe 2. Okay. So. Dahin und dann dahin. Okay. Das ist ein scheiß Auto. Noch einer? Wen schießt denn hier? Kann ich dich auch kaputt machen? Nö. Okay. Wir sind schon hier. Alles schön kaputt machen hier. Yeah. Weiter geht's. Die Mine. Also sieht das aus hier. Das sieht nach einem Hinterhalt aus hier. Er liegt da mitten. Am Arsch. Ach gut. Ja, was hab ich gesagt, ne? Sieht nicht so aus, ist aber. Jo!
kleinen hohen Mistböcke, Alter. Friede sei mit euch, oder so. Hoyerskjelgat im Batsche, oder so heißt das, glaube ich. LOL! Fall einfach runter, ist okay. LOL! 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 Komm erst mal her. Komm, komm, trau dich. Weichei. Weg. Weg sind sie. Ganz weit weg sind sie. Ja, Schnauze da drüben. Den billigen Plätzen. Sie das anhört. Mein Ikran. Entschuldigung. Flieg nicht weg. Ach, natürlich ist er weggeflogen. So, jetzt muss ich wieder mit der alten Tussi reden, ne? Auto. Was zur Hölle? Was ist das, ein scheiß Auto? Boah, Leute. Ja, genau. Meine Herren, Alter. Sucht euch eine andere Beschäftigung. Du bist wahrhaftig namens Samsiyu, eine große Kriegerin. Lungore, er will dich sehen. Der Weg der Weiden wird dich zu ihm führen. Hier müssen wir uns trennen. Du hast mich mit deinem Kampf geehrt, Traumwandlerin. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich werde Kunde von deinen Taten verbreiten. Ivan Gao. Lungore hat ein Zeichen geschickt. Folgen Sie den leuchtenden Weiden, um den Schamanen zu treffen. Natürlich. Die leuchtenden Weiden. Ah ja. Oh, scheiße, ey.
Scheiße. Was ist jetzt? Gott. Warum habe ich das nicht vorhin so gemacht? Wieso? Ist hier nichts? Hallo? Ryder? Kommen! Hören Sie mich! Kendra hier! Kendra? Wow! Gott sei Dank, Sie leben noch. Falco ist zu weit gegangen. Im Lager herrscht Chaos. Ich versuche, einen sicheren Kanal zu finden. Halten Sie die Verbindung offen. Ryder, kommen! Ich habe nur ein paar Sekunden. Falco sammelt harmonische, um einen sogenannten Seelenbrunnen zu finden. Seelenbrunnen? Was Sie nicht sagen. Falco will mit ihm die Navi auslöschen. Ich versuche mehr herauszufinden. Sieht nach einem weiteren Spion aus. Kendra, Ende. Okay, okay. Denke ich. Also ich weiß und ihr wisst, dass die uns alle angreifen. Deswegen warte ich jetzt gerade, bis meine Numero Duo wieder aufgeladen ist. Oh. Na komm, komm, jetzt. Wow, aber schick hier. Echt cool. Ich tu dir nichts. Oh, nee, das wollte ich ja nicht. Richtig schön hier. Eine Menschenfrau, die keine Menschenfrau ist. Und eine Navi, die keine Navi ist. Du bist ein Rätsel. Nein, ein Teil von Ivas Rätsel. Ich sehe dich, Traumatin. Hi. Ja. Hi, warum wandest du in meinen Träumen? Lange hast du nach mir gesucht, doch bin ich es, der dich sucht. Ja, 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 dafür wirst du als erstes den Splitter brauchen. Finde die Energiesteine. Ja, Iva wird sie dir geben. Apropos, Iva ist kurz davor, Prügel zu beziehen. Wir müssen einen dieser heiligen, stillgelegten Seelenbrunnen finden. Verstehst du? Srane, Srane. Suche nach den vergessenen Liedern. Nur dann wirst du den Vitraya Ramunong finden. Zuerst werde ich die Splitter brauchen. Wir werden sie auf der Weidenlichtung finden. Aber viele Tatut sind an diesen heiligen Ort eingedrungen. Darum hat Iva dich zu mir geschickt. Sie lassen uns keine Wahl. Lungray möchte, dass sie im Weidental 3 Splitter suchen. Okay. Neue Rüstung, weißt du, dann sage ich es einmal nicht und wow. What? Also das war vorher? Jetzt sind wir so. Mehr Schutz, größere Gesundheit. Finde ich gut. So. Was haben wir hier gekriegt? Oh ja. Weil es ja auch so viel besser ist. Naja, nein. Ja.
direkt mal wieder aktivieren hier. Na scheiße. Ja, jetzt lauf. Es gibt nur Stress mit Ava. Warum greift denn das Pferd mich auch an? Merci. Was muss ich hier machen? Ach da. Okay. Das war der erste. Dann gehen wir jetzt erstmal links herum. Oder gehen wir erstmal rechts herum, um das hier zu kriegen? Ich glaube, wir gehen erstmal rechts herum. Hier so. Hallo. LOL! Dich habe ich gar nicht gesehen, mein Freund. Ist das schön. What? So hell, Alter. Höhle der Lieder. Der Boden leuchtet. Echt cool. Oh. Raum der Vision aktivieren. 100% abgeschlossen. Yeah. So, finden wir mal wieder einen Ausgang hier. Mein Gott, jetzt spammen die mich hier alle zu bei WhatsApp mit Nachrichten. Ist ja echt Wahnsinn. Steht da schon wieder hier rum. Na, Schnuggi, willst du noch ein bisschen tanzen? Ja. Schnell weg, bevor es explodiert. So. Jetzt greift das Hotterhühn mich nicht an. Interessant. Ah ja. Das war die zweite. Jetzt müssen wir noch dahin. Okay. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Warum hätte die das eine Schwert eigentlich so und das andere so? Na egal. Keine Sorge, ich hab sie gesehen. Schnauze. Männer, ey. Könnte ich einmal still sein? Wahnsinn.
durch die Blume. Haha. Kontakt, ich hab sie! Alter. Gibt's da auch noch was? Und jetzt muss ich wieder zurück, ne? Mein Gott. Gehen wir jetzt links rum. Schnell, lauf schneller. Aber ich warne dich, wir werden viele Lieder brauchen. Eine Weide ist nur der Anfang der Reise. Ja, ja, ja. Ich werde nun dieses Lied einsammeln. Einsammeln? Lied einsammeln? Was machst du da? Wir müssen Baumharmonische ziehen. Splitter mit Baum verbinden. Helfen harmonische finden. Harmonische hilft schlafenden Seelenbrunnen zu finden. Nein! Longoray! Oh nein! Er ist tot. Sie haben ihn getötet. Was sollen wir jetzt machen? Du beendest. Entziehe harmonische. Ich? Du machst wohl Witze. Ich weiß nichts über harmonische. Genug geredet. Entziehe harmonische. Lol. Ja, wie denn? Folgen Sie dem Klang und den Vibrationen, um beim Baum die Einstimmpunkte zu finden. Hi. Der letzte irgendwo hier sein, ne? Oh, heftig. Boah, ich bin blind. Ich bin erstaunt. Lungoray sah deinen Geist. Er hat sich nicht geirrt. Silza und Aungia, das ist ein gutes Omen. Wir müssen dieses Lied zurück zum Kilotral bringen. Besprich dich mit der Sahik. Sie wird von deinen Taten wissen. Okay. Tanjala möchte, dass sie das Lied zurück zum Hausbaum bringen. Wie soll ich denn ein Lied transportieren, Junge? Wie mache ich das? Kemakto, kehre zum Kelutral zurück. Der Clan wird dir viele Lächeln schenken. Ja, ist okay. Aber wie sammle ich denn ein Lied ein? Oder hat die das jetzt schon? Ja, ist egal, die hat doch schon. Wir reisen einfach zurück. Wir haben ja da so ein Wahnsinn, Alter. Vibriert auf einmal die ganze alles. So, Teleport. Wir wollen. Wo wollen wir denn hin? Zum Hausbaum. Dann müssen wir erstmal dahin. Und dann müssen wir zurück. Boah.
Hallo, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aha, jetzt ich sehe. So, jetzt möchten wir zurück zum Hausbaum. Jawohl, ja. Bei Kampfstäben handelt es sich um Nahkampfwaffen mit großer Reichweite. Mit einem Stabangriff fügen sie allen Zielen innerhalb der Reichweite Schaden zu. Ja, das ist doch schön. Das ist doch echt schön. So. Was habe ich jetzt da eigentlich auf dem Rücken? So ein ausgestuftes, weiß das ich was. Jetzt muss ich erstmal hier hoch, ne? Ah! Der mich nicht leiden kann. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier? Komme ich hier hoch? Sieht gut aus. Boah, ich weiß nicht, aber hört ihr das auch immer noch summen, ey? Ist irgendwie nervtötend gerade. Hier, nimm das komische Lied von mir. Lungarays Tod bringt große Sorgen. Doch mit der Sorge kommt Hoffnung. Kann ich meinen Ohren trauen? Du hast das Lied? Ich weiß nicht wie, aber ja, ich habe die harmonische, das Lied, die Melodie, wie auch immer du es nennen willst. Ja. Iva ist dir wohlgesinnt. Bitte, sing für mich. Oh Gott. Sicher. Kann ich nicht einfach ein paar Takte summen? Singen. Oh Gott, sicher, dass du das hören willst, dass ich singe? Nein, das willst du nicht. Das will keiner. Jetzt muss ich echt singen. Okay, warte, erstmal hier Waffen. Alles jetzt so. Okay, ich soll singen. Hat das jetzt was gebracht? Ich hoffe doch. Das hast du gut gemacht. Dies ist der erste Schritt auf unserem Pfad. Wie viele Schritte gibt es? Den Ort zu finden ist ein Schritt. Mit Iva zu sprechen ist der nächste. Dazu ist die Njave Mokri nötig, die Erststimme. Nur die Erststimme erweckt den Seelenbrunnen. Dann können alle Navi mit Iva kommunizieren. Jede Generation bringt eine Njave Mokri hervor, die unter uns wandelt. Keiner weiß, wer es ist. Du könntest es sein, ja? Immer langsam mit dem Hokuspokus. Ich bin nur Signalexpertin. Trotzdem wird der Pfad zum stillgelegten Seelenbrunnen klarer. Sprich mit Danjala. Er wird dich zum nächsten Lied führen. Yo, okay. Also müssen wir eine Erststimme finden, die wahrscheinlich allen dann vorsingt, beziehungsweise langsam. Dem Seelenbrunnen vorsingt. Wieso langsam? Mit Danjala hier oben? Dann müsste er ja da sein, ist er nicht, also gehen wir runter. Ach, Schnitte. Oh, ich muss mir gleich erstmal Licht anmachen. Sonst werde ich gleich blind. So. Noch mehr Grünfutter. Hallo? Tanjala, mein Wir Freund. Wir fliegen nach Tor Knaring. Das nächste Lied wartet. Ich höre, der Mensch Falco will dich tot sehen. Ah, super. Wir werden das nicht zulassen. Du bist jetzt eine von uns. Danke, Tanjala. Diese Welt kannte bisher keinen Krieg. Das darf nie wieder passieren. Auf nach Tor Knaring. Tanjala besteht darauf, dass sie nach Torugnaring fliegen. Jo. Falco will mich tot sehen. Das kann nur noch besser werden hier. Kann echt nur noch besser werden. Wahnsinn. Dann fliegen wir da jetzt eben noch hin. Jo. Kinetischer Turbo.
fliehen vor uns. Das ist ein gutes Omen. Jo. Sie sammeln sich, um uns an anderer Stelle anzugreifen. Oder das. Der Große könnte recht haben. Die Firma würde sich niemals zurückziehen. Ich halte das für eine größere Umgruppierung. Ja. Finden wir heraus, wo sich die Maschinen versammeln. Lass den Menschen seine Suche fortsetzen. Sie wird im Wald nicht lange überleben. Ryder, Amantis Krieger sind unter uns. Finde Amanti. Sie ist weise und mächtig. Sie wird sie führen. Wir sehen uns später. Viel Glück, T'Challa. Ich will auch Ikran fliegen. Unfair. Ja, aber ich würde sagen, dann reden wir mit Amanti. Das ist die hier nämlich hier vorne in der nächsten Folge. Ich habe nämlich schon wieder überzogen. Und suchen dann das nächste Lied natürlich dann auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch bitte wissen mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar und natürlich einem Abo. Wenn ihr weiterhin noch Folgen von uns erhalten wollt und darüber natürlich auch eine Benachrichtigung erhalten wollt, dann einmal die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von uns oben ist. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.